viele von euch, vor allem wenn sie bereits, was ja leider massenhaft der Fall ist, Richtung Hallux Valgus belastet sind, also wenn der große Zeh bereits begonnen hat, sich über die anderen drüber zu legen, wenn das Großzehengrundgelenk bereits massiv Dauer Richtung Boden zeigt, weil man immer gewohnt war, drüber zu laufen, werden, wenn sie die Suvis reinschlupfen, erstmal denken und sehen, ups, da habe ich ja jede Menge Platz, was soll ich denn damit anfangen? Das ist genau der Platz, wo der große Zeh hin sollte. Deshalb ist er genau da dafür eingerichtet. Es bringt euch nichts, in, oh, die passen ja super Schuhe reinzuschlupfen, die gleichzeitig aus reinen Verkaufszwecken euch selbst in Fehlstellung unterlasten und unterpolstern, damit sich der Käufer, ja schön, super passt. Kaufe ich damit, geht es mir vermeintlich besser, macht und mit nach Hause nehmen. Darauf habe ich absolut überhaupt keine Lust. Mir ist wahnsinnig wichtig, dass ihr wirklich eine Umstellung für euch angeht. Und wenn der große Zeh bereits über die anderen drüber will, wenn das Grundgelenk und der ganze Fuß schon noch so ausschaut, wenn die Zehen schon Richtung Hakenzehen neigen, naja, Schätzle, was für einen Gefallen würde ich euch dann tun, genau das auch noch per Hauptsache toll zu verkaufen, dem Schuh zu unterlagern. Quatsch, verleiten in die Umstellung. Ergo wird euch das Wuvi immer wieder anbieten, komm darüber mit deinem großen Zeh, komm darüber. Komm von zu den anderen Zehen wieder hin zum Greife, greife, bewege dich also weg von den anderen Zehen. Denn wenn der große Zeh greift, wenn ihr das mal probiert gleich in den Schuhen, dann werdet ihr merken, ah, das hat natürlich was mit der Aufrichtung der Längsgewölbemuskulatur und der Quergewölbemuskulatur zu tun. Und das sind natürlich diese beiden Muskelgruppen, die die Füße hier schön aufrichten, die Zehen schön rund auseinanderhalten und euch dieses wunderbar federnde Längsgewölbe schenken können. Also geht her, nutzt diesen Platz, da, wo er für den großen Zeh gelassen ist und versucht immer wieder durch eine greifende Bewegung, die nicht vom Knie blockiert wird, bitte nicht nur im Fuß das Ganze machen, sondern fühlen, ah, das hat mit Hüfte und Knie zu tun, mit Hüfte und Knie, wenn ich hier mal locker da stand, immer wieder zu verspannen, immer wieder in diese Knieklemmposition zu verrutschen. Gebt das frei, macht diese Übungen, die ich im Video auch schon gezeigt habe, wie kriege ich die Hüfte locker, wie finde ich ein mittleres Knie, diese ganzen Videos gehören zum gesamten Programm ja dazu. Hallo, es geht hier nicht darum, nur irgendein Produkt zu verkaufen, sondern eine Ergänzung zu diesem ganzen Bewegungskonzept für euch. So, dann guckt euch das an, dann probiert es aus und wenn ihr dann dieses, ah, ich habe es verstanden, fühle schon ein bisschen rein, dann versucht Ergänzung zu fühlen, dann wird das ja von Hüftgelenk bis runter in meinen Fuß wunderbar frei machen, entlastend, drücke ich nicht mehr so auf meine Füße und kann beginnen Schritt für Schritt für Schritt mit diesem großen Zeh diese Greifbewegung zu machen und dann wird er peu à peu beginnen und kann er endlich wieder beginnen, sich aus dieser Fehlverbiegung in eine wieder aufrechte zu bewegen und eine gesunde Muskulatur nicht nur um Sicherung, sondern in der Basis Fuß, für dann noch eine tolle Basis Knie, Hüfte, Wirbelsäule und so weiter zu entwickeln.